Am 17. März 2024 wird Wladimir Putin zum 5. Mal zum russischen Präsidenten gewählt. Und ja, wir wissen das auch schon vor dem 17. März, weil es keinen Gegenkandidaten gibt. Aber warum eigentlich nicht? Es befürworten wohl kaum alle 144 Millionen Russinnen und Russen den aktuellen Präsidenten. Sie machen halt die Faust im Sack und sagen sich, ich kann sowieso nichts dagegen tun, also muss ich jetzt halt einfach damit leben, dass der wiedergewählt wird. Als Putin 2012 wiedergewählt wurde, waren viele Menschen auf den Straßen Russlands zu sehen. Und jetzt? Jetzt ist die Faust im Sack und die Straßen sehen so aus. Was ist mit der Opposition in Russland passiert? Das hier stellt die Opposition in Russland dar. Je mehr sich der Kreml unter Putin radikalisiert hat, desto weniger sichtbar wird die Opposition. Wir zeigen, wie Putin mit Gesetzesänderungen in den letzten 12 Jahren die Basis für sein Regime der Angst gelegt hat und damit die Opposition beinahe komplett unterdrückt. Es geht um Machterhalt um jeden Preis. Man will für immer jeden politischen und gesellschaftlichen Prozess kontrollieren können. Wir beginnen unsere Analyse im Jahr 2012, als Wladimir Putin zur Wiederwahl antritt, nachdem er schon von 2000 bis 2008 Präsident der Russischen Föderation war. Seine Kandidatur stößt bei vielen Russinnen und Russen auf Unmut, den sie schließlich auch auf der Straße kundtun. Die Opposition ist laut und sichtbar. Noch. Denn die Massenproteste rund um die Wahlen 2012 sind der Anfang vom Ende der Versammlungsfreiheit. Sie war zwar schon vorher eingeschränkt, jede Demonstration braucht eine Bewilligung der lokalen Behörden, aber durch die Proteste verschärft sich die Situation. Jetzt drohen Demonstrantinnen und Demonstranten hohe Geldstrafen. Gleichzeitig wird die Liste von Beschränkungen und möglichen Verstößen immer länger. Und alle paar Jahre kommen neue Verschärfungen dazu. Die Proteste 2012 führen zu einer weiteren Neuerung. Wenn es nach der Regierung geht, ist die Bevölkerung gar nicht wegen der Politik oder wegen Putin unzufrieden, sondern weil der Westen die Russinnen und Russen manipuliert. Dieser böse ausländische Einfluss trägt in Russland seither den Namen Inostrani Agent. Übersetzt heißt das ausländischer Agent. Nicht kommerzielle Nichtregierungsorganisationen, kurz NKO genannt, müssen sich jetzt als ausländische Agenten ausweisen, wenn sie Zuwendungen aus dem Ausland erhalten. Was genau als Zuwendung aus dem Ausland zählt, ist nirgends konkret definiert. Mittlerweile geht es eben auch offiziell im Gesetz ja gar nicht mehr um einen Nachweis von ausländischer Finanzierung. Es reicht schon ausländische Beeinflussung. Und was ist das schon? Also das kann sehr vieles sein. Und aus diesem Grund geht es eigentlich nur noch darum, Leute ja, zu brandmarken, die aus Sicht des Staates falsche Meinung vertreten und entsprechend dann als Beeinflusser gelten. Seit 2017 können die Behörden ausländische Medien und Organisationen in Russland als ausländische Agenten klassifizieren. Seit 2020 können die Behörden auch Privatpersonen registrieren. Das Jahr 2020 markiert einen Bruch. Da ist zum einen die Verfassungsänderung. Jetzt ist klar, dass Putin für weitere 2 präsidiale Amtszeiten zugelassen ist. Er könnte also noch bis 2036 russischer Präsident bleiben. Zum anderen werden weitere Gesetze radikal verschärft. Das Strafmaß wird immer brutaler, der Spielraum für die Opposition vernichtend klein. Die Pandemie ist für Putin der perfekte Vorwand für ein absolutes Versammlungsverbot. Ein Verbot, das bis zum heutigen Tag steht. Wer es trotzdem wagt zu demonstrieren, riskiert nicht nur den gewaltsamen Arrest, sondern auch das Straflager. Seither kennt eigentlich ja die Repression keine Grenzen mehr. Es wird alles unter dem Aspekt der nationalen Sicherheit, der Abwehr ausländischer Bedrohung behandelt. Welches absurde Ausmaß die Repression seit 2020 angenommen hat, zeigt die Liste der ausländischen Agenten. Inzwischen reicht die schwammige Begründung der organisatorischen oder methodischen Unterstützung aus dem Ausland für eine Registrierung. Die Liste wird seither länger und länger. Seit Kriegsausbruch wird sie jeden Freitag aktualisiert. Bis heute wurden über 900 ausländische Agenten eingetragen. Darunter Musikerinnen der aktivistischen Punkband Pussy Riot, Medienunternehmen wie die Deutsche Welle, ganz zu schweigen von zahlreichen unbekannten Privatpersonen. Was es auch für den Staat zu einem beliebten Instrument macht, ist, dass es Leute in eine Gruppe einteilt. Und wenn man mal zu dieser Gruppe gehört, spielt es eigentlich gar keine Rolle mehr, was man als Individuum sich zu Schulden kommen lässt aus Sicht des Staates oder was man für Fehler macht, wie man sich auch verhält, wie man sich vielleicht zu schützen versucht. Das ist gar nicht mehr relevant, sondern man wird in diese Gruppe eingeteilt und nachher als Gruppe behandelt.
Das bedeutet auch, wer einmal als ausländischer Agent registriert ist, fällt automatisch unter weitere Gesetzesverschärfungen. Dass jemand von der Liste gestrichen wird, passiert kaum, außer die jeweilige Organisation hat sich aufgelöst. So gibt es beispielsweise Greenpeace oder einzelne Zweigstellen des Roten Kreuzes nicht mehr in Russland, weil sie wegen des Status des ausländischen Agenten nicht mehr so wirken konnten, wie sie das wollten. Ein nächster Einschnitt folgt mit dem Krieg gegen die Ukraine. Ab dem 24. Februar 2022 wird die Repression noch stärker. Kritik an der Invasion ist verboten. Putin möchte das Bild des unangefochtenen Staatsoberhaupts wahren. Er verschärft die Zensurgesetze. Die neuen Paragraphen sehen Strafen für die Diskreditierung der Armee sowie Verbreiten von Falschnachrichten über die Armee vor. Ein effektives Mittel, um die Leute zum Schweigen zu bringen. Unter dem Vorwand der inneren Sicherheit weitet die Duma auch die Gesetzgebung gegen Verräter aus. Zum Beispiel gilt die Gefährdung der Staatssicherheit neu als Hochverrat. Die Strafe? Lebenslange Haft. Was genau als Gefährdung der Staatssicherheit zählt, ist nicht definiert. Was alle diese Gesetze auszeichnet, ist ihre willkürliche Anwendung. Und das erleichtert es den Behörden, gegen missliebige Personen immer irgendetwas zu finden, wenn man dann mal etwas finden will. In Russland gibt es also immer mehr Gesetze, die stetig verschärft werden und die jeglicher Opposition die Arbeit praktisch verunmöglichen. Die Opposition hat nicht nur wegen der Gesetze kaum Spielraum übrig, sondern auch wegen des allgemeinen Misstrauens in der Gesellschaft. Es gibt ja auch recht viele Leute, die auch andere anschwärzen, denunzieren. Das führt natürlich dazu, dass die Leute viel, viel weniger gewillt sind, mit Fremden über ihr Befinden und über ihre Gedanken zu sprechen und erst recht in einem nicht geschützten Raum. Viele schweigen also. Und die meisten, die nicht schweigen, sind aktuell im Exil oder im Gefängnis. Während die Oppositionellen im Gefängnis ein gewisses Prestige-Image haben, verlieren ehemalige laute Stimmen der Opposition innerhalb Russlands ihren Ruf. Denn sie sind entfernt von der russischen Wirklichkeit, verlieren ein bisschen das Gespür dafür, was wirklich unter der Oberfläche vorgeht und was das bedeutet, was an der Oberfläche sichtbar ist. Und entsprechend ist ihr Einfluss einfach beschränkt. Oft können sie nur indirekt Einfluss ausüben. Ein Beispiel dafür ist der ehemalige Moskauer Politiker und heutige Exil-YouTuber Maxim Katz. Der inzwischen in Tel Aviv lebende Katz hat Anfang des Jahres einen Aufruf gestartet. Вдруг зрители моего канала из России придут в штабы Надеждины и оставят там подписи. Борис Надеждин wollte am 17. März der Gegenkandidat Putins sein. Wie viel Einfluss Katz' Aufruf via YouTube hat, ist nicht belegbar. Aber Nadeshtin hat es geschafft, innerhalb weniger Tage 200.000 Unterschriften zu sammeln. Die Bilder der Menschenschlangen vor den provisorischen Wahlbüros gingen um die Welt. Das war eigentlich das Besondere, und dass dann die Leute eben hingegangen sind und diese Unterschriften geleistet haben. Das ist deshalb auch natürlich noch zusätzlich ein Zeichen gewesen, weil man ja nicht nur sich da hinstellt und dadurch schon etwas signalisiert, sondern man gibt ja sogar tatsächlich seinen Namen, seine ganzen Daten. Das brauchte schon etwas Mut. Nadeshtin hat am Ende 105.000 Unterschriften eingereicht. Damit hätte er das Soll von 100.000 Unterschriften für eine Kandidatur erreicht. Kurzzeitig hat es so ausgesehen, als hätte Putin doch einen ernstzunehmenden Gegenkandidaten am 17. März. Doch die Wahlkommission hat nur 95.000 der Stimmen für gültig befunden. Eine Registration Nadeshtins hat sie entsprechend abgelehnt. Die angeblich formalen Gründe sind, wie so oft, nicht nachvollziehbar. Einerseits ist es natürlich von der Furcht vielleicht getrieben, dass wenn man mal irgendwo etwas zulässt, dass dann ein Stein ins Rollen kommt und der dann nicht mehr zu kontrollieren ist. Man will so eine Dynamik gar nicht erst zulassen, die dann unter Umständen außer Kontrolle geraten könnte. Der Kontrollwahn des Kremls erreicht am 16. Februar 2024 seinen vorläufigen Höhepunkt. Russlands bekanntester Oppositioneller, Alexei Nawalny, stirbt im Straflager, mutmaßlich durch Mord. Mit dem Ableben Nawalnys verliert die russische Opposition ihr bekanntestes Gesicht und eine politische Figur, die viele Kreml-Kritiker wohl gerne als Nachfolger Putins gesehen hätten. Der Kreml hat Nawalnys Tod als Randnotiz im Staatsfernsehen verkündet. Trotzdem haben im ganzen Land Unterstützerinnen und Unterstützer Blumen und Kerzen in Gedenken an Nawalny niedergelegt. Am 1. März haben sich tausende Menschen rund um die Kirche versammelt, in der Nawalny beigesetzt wurde. Eine Art indirekter, aber legaler Protest gegen den Kreml. Das ist spontan erfolgt.
und brauchte ebenfalls Mut, weil auch dort die Leute kontrolliert wurden. Auch dort gab es Festnahmen. Man konnte relativ leicht aus Sicht der Polizei sich gegen die Gesetze verhalten. Ist es trotzdem gerade in der jetzigen Zeit ein sehr beachtliches Zeichen. Alexei Nawalny war und bleibt ein Symbol der russischen Opposition. Nach seinem Tod hat seine Ehefrau Julia Nawalnaja angekündigt, die Arbeit ihres Mannes fortzusetzen. Sie reiht sich damit in die Liste der Exil-Oppositionellen ein. Die Gesetze sind aktuell so scharf und die Strafen so hoch, dass Nawalnaja in Russland nicht frei leben und wirken könnte. Es gibt natürlich noch ein paar wenige Politiker, die in Russland geblieben sind und oppositionelle Ansichten vertreten. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten treten die ab und zu irgendwo auf in kleineren Runden oder äußern sich über ihre Kanäle in den sozialen Medien. Nur sorgt der Kreml mit allen Mitteln dafür, dass die Oppositionellen mundtot gemacht werden. Dabei geht er nicht nur gezielt gegen die lauten Kritiker vor, sondern eben auch gegen die stillen. Putins Regime der Angst hat vor allem in den letzten 4 Jahren dafür gesorgt, dass in Russland lieber geschwiegen als protestiert wird. Der Druck auf die russische Gesellschaft hat seit Beginn des Angriffskrieges im Februar 2022 noch einmal zugenommen. Dass man aktiv dazu gezwungen wird, sich positiv zu äußern, sich unterstützend zu äußern zu dem, was an die Politik macht. Und das ist natürlich noch ein zusätzlicher Schritt in die Richtung der Kontrolle von allem und auch des Zwangs zur aktiven Beteiligung an dem, was passiert. Der Druck auf die russische Bevölkerung wird auch in Putins 5. Amtszeit als Präsident nicht kleiner werden. Vielmehr wird er alles dafür tun, auch die letzten kritischen Stimmen und Gedanken zu vertreiben, egal wie viele Gesetze er dafür noch verschärfen muss. Putins Radikalisierung lässt sich nicht nur anhand der Gesetzesverschärfungen nachvollziehen. In diesem Video hier haben wir uns 5 Vorfälle angeschaut, die die Chronologie des Kontrollverlustes exemplarisch aufzeigen.